So, Scholp, schön, wir haben ja gleich ein Interview zu dem Thema E-Fuels, aber... Ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Scholp. Ja, sehr gerne, Herr Scholp. Das freut mich, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen, nachdem wir hier 50 Jahre nebeneinander wohnen quasi. Ja, genau. Ich bin alter Wangener von hier und Sie sind gebürtig auch? Gebürtiger Stuttgarter, ja. Stuttgarter, aber kein Wangener, ja? Nein. Nur die Firma ist ein Wangen. Genau. Ja. Das sollten wir vielleicht schon mal auflösen, weil ich werde seit 40 Jahren immer gefragt, hast du was mit dem Kranscholp zu tun? Ja. Und gesagt, das passt nicht in meinen Diesel. Ja, tatsächlich, wir sind ja nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. Und deshalb ist es auch nett und war lustig, als sie mich angeschrieben hatten. Und als ich dann eine E-Mail mit Absender Dr. Scholp las, musste ich zunächst mal schmunzeln. Ja, ist das schon wieder, ja. Ja. Gut, aber... Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, hier draußen ist es zu kalt und zu nass. Genau. Also, lieber Herr Scholp, es ist schön, mich selber begrüßen zu dürfen. Wunderbar, schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ja. Also, ich bin hier aufgewachsen in Wangen, in der Nähe Ihrer Firma. Und es war immer ein Kindheitstraum von mir, einmal auf so einem Scholp-Kran fahren zu dürfen. Das können wir ja nachher noch machen. Das wäre toll, da würde ich mich freuen. Ja. Aber wir sind ja heute hier, um uns über synthetische Kraftstoffe zu unterhalten. Ja. Sie haben mir berichtet, dass Sie es versuchen, Ihre Fahrzeuge klimaneutral zu betreiben und vor allem jetzt auch mal umzustellen von normalem Diesel auf klimaneutralen Diesel. Wie sind da Ihre Bestrebungen vorangegangen oder was haben Sie bisher erreicht? Ja. Also ich habe Kontakt aufgenommen mit dem Hersteller, dem Weltmarktführer Liebherr für die Autokrane hier. Und wir haben über das Thema E-Fuels diskutiert. Dort ist das Thema auch schon in der Diskussion, also Baumaschinen, Arbeitsmaschinen, eben dadurch klimaneutral betreiben zu können. Tatsächlich sind die E-Fuels ja praktisch noch in keinen relevanten Mengen verfügbar. Das heißt, die Industrie, die Politik hinken da unheimlich hinterher, obwohl das aus meiner Sicht für den Baumaschinen- und Nutzfahrzeugbereich die einzig sinnvolle naheliegende, also zeitlich naheliegende Variante ist, diese Maschinen klimaneutral zu betreiben. Ja, natürlich. Haben Sie mal was von der Dieselpest gehört oder haben Sie ein Problem damit, mit Ihren Maschinen, die länger stehen? Verstehe. Dieselpest noch nie gehört. Sie haben bei normalem Diesel, der mit B7-Beimischung läuft, wenn Sie ihn ein halbes Jahr stehen lassen, Sportbootbesitzer kennen das Problem, dann flockt er aus und verschlammt. Und dann können Sie quasi den Motor fast weglaufen. Haben Sie noch nie ein Problem damit? Das haben Sie mit synthetischen Dieseln zum Beispiel nicht. Ja, aber wir haben das Problem nicht. Erstens stehen unsere Maschinen nicht so lange, Gott sei Dank. Und zweitens, ich glaube schon, dass man im Fahrzeugbereich auch höherwertigere Diesel nimmt, wo verschiedene Stoffe auch beigemischt sind, Additive, die möglicherweise sowas verhindern. Zumindest hat mir mein technischer Leiter mal sowas gesagt, dass das im höherwertigen Dieselbereich nicht unbedingt der Fall ist. Ja, ich habe mich da mit dem Daimler-Ingenieur drüber unterhalten, ist tatsächlich nicht so. Das ist nämlich gerade die Biodiesel-Zumischung, die das macht. Also okay. Nur nach einem halben Jahr Standzeit müssen Sie sich mal gucken, ob Sie solche Fahrzeuge haben, die lieber nicht mit, aber gut, Sie kriegen nur diesen Diesel mit dieser Bio-Beimischung. Also wie gesagt, für uns war es bisher kein Thema. Unsere Fahrzeuge sind fast täglich im Einsatz und deshalb hat man das Problem noch nicht. Gut. Sehen Sie irgendwelche Nachteile bei Biokraftstoffen, weniger Energiedichte oder solche Dinge, die Ihre Maschinen beeinflussen? Also was ich gehört habe, was aber noch nicht erwiesen ist, ist, dass der Verbrauch wohl ein kleines bisschen höher sein soll. Wobei man muss ja immer überlegen, von was spricht man. Da spricht man von E-Fuels, dann gibt es noch, das ist ja so ein Überbegriff von HVO und GTL und so weiter. Also da muss man, glaube ich, schon tiefer einsteigen, um das genau beurteilen zu können. Definitiv, ja. Haben Sie Probleme mit Wasserstoffklassen oder bei Ihren Fahrzeugen, die irgendwo in gefährlichen Gebieten arbeiten, falls ein Unfall geschieht? Ich meine, auch da sind wir beim synthetischen Kraftstoff eigentlich eine Klasse besser als beim normalen Kraftstoff. Gebe ich Ihnen recht, haben wir aber bisher... Also Sie meinen so Wasserschutzgebiet, genau. Unfallgefahr und so. Ist aber halt bei Baumaschinen schon immer eine Relevanz. Also jetzt nicht unbedingt bei den Kranen, aber bei anderen Großmaschinen. Die genau, das ist wahrscheinlich, trifft es eher auf Bagger und so etwas zu, die dann eben dort auch richtig Erdaushub betreiben und so weiter. Ja, es geht ja nicht nur um Krane, es geht ja auch um andere Großmaschinen, wo wir es betreiben müssen. Das wäre schon sinnvoll. Ja. Richtig. Ja. Ja. Die Verbrennung ist natürlich auch ein bisschen sauberer bei synthetischen Kraftstoffen. Das heißt, Sie haben weniger Abgase, weniger Gerüche. Ja. Das ist auch ein Vorteil, wenn Sie irgendwo in der Stadt arbeiten müssen. Ja. Haben Sie da Probleme sonst mit Schadstoffklassen jetzt mit diesen Fahrzeugen? Gut, wir haben einen sehr modernen Fuhrpark. Deshalb fallen von unseren Fahrzeugen keine unter die Fahrverbote.
Aber was wir merken, ist gerade, wenn man in der Stadt arbeitet, dass eben von Anwohnerseite immer häufiger Beschwerden kommen über den Betrieb dieser Krane mit Diesel, einfach die Abgase. Letztendlich, muss ich an der Stelle sagen, glaube ich, ist da nicht die Lösung E-Fuels, sondern eher ein elektrisch betriebener Oberwagen für den Kran. Das heißt, wo ich mit einem Stromkabel dann praktisch den Kran anschließe und dann den Kranbetrieb elektrisch machen kann. Da gibt es schon verschiedene Kranmodelle davon. So, und viel über Wasserstoff diskutiert, ob man einen Wasserstoffmotor dafür verwenden könnte. Ja, Wasserstoff, glaub, Sie kennen ja das. Wasserstoffzelle reicht nicht von der Energiedichte vom Kran. Ja, Sie kennen ja das Thema Wasserstoff, ist halt das, im Moment das Problem der Infrastruktur, ja, der Lagerung, der Kühlung, der Sicherheit. Und von daher, also ich kenne im Moment noch keine Modelle, dass im Baumaschinenbereich Wasserstoff. Direktverbrenner von Wasserstoff? Da gibt es ganz aktuell wohl ein Forschungsprojekt, wo solche Motoren wieder in Betrieb genommen werden sollen, die eigentlich schon mal so in der Forschungsschublade im Forschungsmuseum waren. Ja, aus der Politikseite hört man immer wieder solche Bestrebungen, dass das vielleicht mal in der Richtung besser sein sollte, für Züge, für Flugzeuge, für Baumaschinen. Also direkt Wasserstoff zu verbrennen, ja, ist sicher sinnvoller, als über die Brennstoffzelle zu gehen, gerade im Nutzfahrzeug-, ja, Baumaschinenbereich. Ja. Oder wie Sie sagen, Schiene ist sicher auch eine Alternative, wo man eben auch Platz hat, auch größere Motoren, die sind ja doch nicht ganz so leistungsfähig, ein Wasserstoffmotor im Vergleich 1:1 mit einem Diesel da unterzubringen. Ja, sehr schön. Es würde mich noch interessieren, wie viele Krane haben Sie denn in Baden-Württemberg umstehen? Also stehen Gott sei Dank wenig, also das, meistens fahren sie ja irgendwo hin auf die Baustelle. Also wir haben etwas über 70 Maschinen verschiedenster Art, das ist jetzt ein relativ kleiner, ein sogenannter City-Kran. Relativ klein. Und bis zu unserem größten Kran, 700-Tonnen-Kran, der dann auf 9 Achsen und leider dann bis zu 120 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Aber er fährt ja nicht viel, er hebt ja mehr. Er hebt mehr und wenn man es vergleicht, der hat ein Transportgewicht von 108 Tonnen, das ist fast so viel wie 43 Tonner LKW, die auch ihre 35 Liter brauchen, jeder, also ist es in der Relation wieder vergleichbar. Ja, wunderbar. Und jetzt hätte ich noch einen kleinen Wunsch, den ich schon als Kind gehegt habe. Dürfte ich denn einmal so einen Kran reiten? Ja, klar. Wir haben draußen für Sie vorbereitet unseren Kinderkran. Das passt wenn Sie zum Kinderwunsch. Und warum Kinderkran? Der wurde von Kindern gestaltet für Kinder, weil wir 5 von diesen Maschinen haben, in jeder Niederlassung einen. Und da spenden wir pro Einsatzstunde ein Mittagessen für bedürftige Kinder. Na, bravo. Gut, schauen wir uns den mal an. Ja.